Mastro Lorenzo wünscht viele Vergnügen mit Glanz und Gloria. Guten Abend miteinander und herzlich willkommen zur Sendung heute an diesem wunderschönen Sonntag oben. Es hat ja endlich wieder mal die Sonne ein bisschen früher gegüchselt hier bei uns im Unterland. GMG Weekend heute mit diesen Themen. Pferde und ihre Magie. Warum sich die Prominenz am CSI von den edlen Vollblütern angezogen fühlt. Ewige Liebe und Babyglück. Warum Daniel Kantelbauer und Mona Fetsch diese Woche für Emotionen sorgten. First Lady mit Stil, warum Michelle Obama schon jetzt als Mode-Ikone gilt. Mein Gast ist heute der erfolgreichste Schweizer Eiskunstläufer, zweifacher Weltmeister, Silber-Olympiamedaillengewinner und Herzensbrecher von der Nation. Hallo Stefan Lambiel. Hallo, grüezi. Du mit deinem Aussehen, mit deinem Look, auch mit deinem Sexappeal, brichst du ganz viele Mädchenherzen auch, oder? Da wird immer gejubelt und gekreischt, wenn sie dich sehen. Ja, es ist immer, zum Beispiel in Japan, es ist immer unglaublich zu sehen, wie die Freude haben, wenn ich einen Schaulauf da mache. Ich hoffe, es wird auch nächste Woche bei Art & Ice diese Stimmung geben, weil es ist wirklich schön, mit jemand Emotionen zu teilen. Und das ist mein Ziel für Art & Ice, Emotionen bringen und ein cooles Show zeigen. Und dann bist du wie ein Popstar, nehme ich an. Fühlt man sich da ein bisschen, vor allem in Japan, wenn da alle kreischen. Die sind ja sehr, sehr crazy, auch die Fans in Japan, nehme ich an. Ja, die sind ganz crazy. Die warten im Flughafen schon. Wenn ich komme, habe ich ein Welcome. Und die sind immer ganz zufrieden. Ich gehe 4 oder 5 Mal pro Jahr dort. Und jedes Mal habe ich wirklich ein schönes Welcome von Japanerinnen. Das ist also die Faszination, Stefan Lambiel. Wir kommen jetzt zu einer anderen Faszination, nämlich Ross. Zürich ist die ganze Woche im Zeichen von der Ross gestanden. Der CSI, höchst dotierte Halle, Springturnier von der Welt, hat mehr als 40'000 Gäste angelockt. Und von den berühmten Persönlichkeiten, die dort waren, haben wir wissen, wer von ihnen Pferdeflüsterer-Qualitäten vorzuweisen hat. Der CSI lässt die Herzen jedes Pferdeliebhabers höher schlagen. Hier treffen sich die weltweit besten Reiter mit ihren Spitzenpferden und messen sich an dem anspruchsvollen Parcours. Auch die medienscheue Milliardenerbin Athina Onassis ist vor Ort, um ihrem Mann Springreiter Alvaro de Miranda die Daumen zu drücken. So einfach wie es aussieht, ist es nicht. Reiter und Pferd müssen sich blind verstehen. Und wie das geht, das wissen die Profis. Verständigen tun wir sicher so ein mit Gefühlsübertragung. Wir können natürlich nicht zusammen mit Wörtern sprechen, aber natürlich je nachdem, wie die Tonlage ist oder so, können wir uns einander verstehen. Liebe geht zwar auch bei Pferden durch den Magen, aber nicht nur. Ab und zu ein bisschen reden mit ihnen und dann ein bisschen hören, was sie sagen wollen. Das ist natürlich selbst eigentlich wichtig. Es nützt nicht so viel, wenn wir ihnen etwas sagen. Wir sollten eigentlich spüren, was sie uns mitteilen. Also richtige Pferdeflüstertalente. Und auch die prominenten Gäste am CSI glauben, ein solches zu haben. Im VIP-Bereich üben sie sich am Miniaturexemplar. Ich habe immer sehr gute Beziehung zu Kind und ich denke, dass sich das vielleicht übertragen lässt, jetzt von Kind auf Ross, genauso wie umgekehrt. Ich kann mich gut in die Pferde hineinversetzen. Ich weiß, wie schwierig es ist, über Hürden zu springen und sicher zu landen. Moses scheint wohl nicht der geborene Pferdeflüsterer zu sein. Die Prominenten mit Flüstertalent setzen dies dafür auch mal im Alltag ein. Ich bin auch ein Einflüsterer bei meiner Mannschaft. Ich muss ja auch meine Spieler stark reden, muss meinen Spielern Anweisungen geben, muss ein offenes Ohr für meine Spieler haben. Also von daher ist auch eine gewisse Sensibilität gefragt. Ja, ich kann schon flüstern, aber die Qualität, die man die einsetzen kann, das ist natürlich verschieden. Wenn er einmal seinen Text vergisst, dann muss er mir etwas einflüstern. Den wollte jetzt gerade ich bringen. So richtig beeindrucken kann Peter Pfändler das Pferdchen nicht. Bühnenpartner Suter glaubt trotzdem an seine Flüsterqualitäten. Pferdeflüsterer des Jahres, so quasi. Ja, sehr wahrscheinlich. Pferdeflüsterer, glaubst du an das?
Ja, sicher, glaube ich, weil wegen zum Beispiel mit meiner Mutter, manchmal braucht man keine Wort, sie fühlt es. Und ich glaube, mit einem Pferd ist es das Gleiche, man braucht kein Wort, es ist einfach Feelings. Also auch Telepathie? Telepathie, auch. Genau. Machst du das manchmal auch? Also du sagst, mit deiner Mutter hast du das auch schon empfunden, auch mit Tieren sonst so? Mit Tieren, also mit meiner Katze zum Beispiel auch. Also ich weiß, wenn sie ein wenig traurig ist oder wenn sie vielleicht, sie braucht die Caresse. Ja, das ist ja Streicheleinheiten. So. Genau, also das kann man schon spüren. Also für mich, was wichtig war, zum Beispiel ist vor einem Wettkampf, wenn Herr Grütter und Salome Brunner, meine Choreografin, die waren an der Band und die haben mir einfach mit Augen alles gegeben, was ich brauchte, um meine Leistung zu zeigen. Ah, dann hast du das auch gespürt über die Blicke an der Bande von deinem Trainer und so? Da genau. Hat man das auch gespürt? Ja. Du bist ja, wie wir vorher gesagt haben, bekannt als Eiskunstläufer, zweifacher Weltmeister, Silber-, Olympiamedaillengewinner. Wir haben ein paar tolle Bilder aus deiner Karriere. Er wurde zweifacher Weltmeister. Und mit seinem zweiten Platz in Turin verwirklichte sich Stéphane Lambiel 2006 seinen Traum einer Olympiamedaille. Dann ein schwerer Schlag in der Karriere des Wallisers. Wegen einer hartnäckigen Verletzung musste der Eisprinz 2008 seinen Rücktritt von Wettkämpfen bekannt geben. Cette décision, elle a été prise après de longues heures de réflexion. Dem Showbiz hat der 23-Jährige den Rücken aber noch lange nicht gekehrt. Als Stargast an der Art on Ice bringt er die Herzen seines Publikums zum Schmelzen. Aber auch an den jeweiligen Aftershow-Partys heizt er gerne ein. Sein Auftritt im letzten Jahr war legendär. Singen aber werden die Sugar Babes an der diesjährigen Art on Ice. Und diese verwöhnten den Eiskunststar bereits im Vorfeld mit einem Ständchen. Can we bring yesterday back around? 'Cause I know how I feel about you now. Ja, das schmeichelt nicht nur dem Ohr. Nächste Woche starten sie dann gemeinsam durch. Die Sugar Babes musikalisch und Stéphane Lambiel auf dem Eis. Du und die Sugar Babes, das war emotional für dich. Hä? Das war ein Moment, ja. Und ich freue mich schon auf die Rehearsal. Wir fangen schon morgen an. Ich habe zwei Programme einstudiert. Ein wird mehr technisch sein, mit vielen Sprüngen und schwierigen Steps. Schritte, genau. Und dann habe ich ein ganz neues Programm mit Sugar Babes. Das heißt Freak Like Me, so verrückt wie ich. Und, das ist ja auch ein Lied von den Sugar Babes. Genau, das ist ein ganz berühmtes Lied von Sugar Babes. Und es ist mehr Acting, eine Leistung, wo ich so ein wenig manipuliere die Sugar Babes und die Tänzerinnen. Und es wird ja etwas Neues sein mit vielen Accessoires. Und ich glaube, die Bühne, die wird ganz speziell dieses Jahr sein. Für diesen Event. Ja, genau. Ja, und um das zu sehen, hast du auch etwas mitgebracht für unsere genau. Zuschauer. Du bist nicht mit leeren Händen hierher gekommen. Ich habe ein Geschenk mitgenommen. Ja. Also, das ist zweimal zwei Tickets für Art on Ice. Für die Premiere Donnerstag um 20 Uhr. Genau, und die Tickets können Sie gewinnen, wenn Sie uns ein Mail schreiben. Die Informationen dazu gibt es auf www.glanzundgloria.sf.tv. Und schreiben Sie, wieso gerade Sie die Billette gewinnen sollten. Dann können wir die bei uns via Mail dann, gewinnen, diese Woche. So, Stéphane, jetzt wollen wir wieder etwas über dich erfahren. Wir haben nämlich prominente Menschen in unserer Promi-Umfrage gefragt, was Sie vom Stéphane Lambiel halten. Ja, das ist einer der grössten Eiskunstläufer, die es je gegeben hat. Das ist auch einer der ganz grossen Schweizer Sportler. Das ist so ein Zwischending zwischen Sport und schon Kunst. Und der hat es eigentlich wirklich einen zweiten eben geschafft, die beiden Sachen zu vereinigen. Grossartiger Sportler, der die Gnade hat, im richtigen Moment aufzuhören. Schade, dass er aufhört. Es gibt Leute, die sind
super Eistänzer oder Eiskunstläufer. Und dann gibt es noch Menschen, die so Charisma haben und eine Ausstrahlung und die einfach irgendwie so wie ein Vulkan sind. Und er ist einer von denen. Er ist ein grossartiger Sportler. Er sieht super gut aus und schade, dass er aufgehört hat, Eiskunst zu laufen. Er ist so leidenschaftlich. Wenn man ihn sieht, irgendwie, dann kommen gerade Hühnerhaut über. Ich finde auch schon seine Ausstrahlung, wenn er auf dem Eis ist und so, neben seinem Talent, das er hat. Ich finde, das ist jetzt jemand, der einen in Bahn zieht. Die Gerüchteküche hat hier ein bisschen gekocht, wo es geheißen hat, dass er schwul sei. Ich weiss nicht, wenn er es ist, dann soll er doch dazu stehen und das geniessen, glaube ich. Zum einen frage ich mich, ob er echt schwul ist oder nicht. Eine Frage von Amanda Ammann, Stefan. Sie fragt mich. Sie fragt dich direkt, sagt sie, ist Stefan Lambiel schwul oder nicht, sagt sie. Ja, das ist eigentlich nicht interessant, glaube ich. Was ich in meinem Privatleben erlebe, ist es eigentlich privat. Und diese Wort ist für mich sehr wichtig. Also ich meine, ein Mädchen oder ein Jung, das ist mein Leben. Wieso interessiert das so? Was meinst du? Wieso wollen diese Promis oder jetzt Ex-Miss Schweizer Amanda Ammann das wissen? Wieso? Keine Ahnung. Ist das mit dem Eiskunstlauf vielleicht auch etwas zu tun? Ich glaube, es ist so, dass es gibt so viele Qualitäten zu reden. Zum Beispiel, es gab schöne Message über meine Ausstrahlung auf dem Eis. Und das ist mein Job. Das ist, ich bin ein Showman. Ich mag einfach eine Leistung zeigen. Schon wenn ich mit 7 Eiskunstlauf angefangen habe, ich wollte unbedingt eine Show zeigen. Und das ist das Wichtigste. Das ist, was ich mag im Eiskunstlauf. Und man muss, ich glaube, kein Präjugé haben über Vorurteile. Ja, genau. Für Eiskunstlauf, so meinst du. Ja. Aber wie sollte denn die Person sein? Hast du so eine Vorstellung? So eine Traumperson von dir, wenn du einen Partner, Partnerin hättest? Also für mich ist es ganz wichtig, natürlich zu sein und keine Artifice künstlich zeigen. Einfach natürlich mit Qualitäten und auch Schwächen, ja. Schwächen. Also das ist auch für mich attraktiv, dass man manchmal Fehler macht, das ist im Leben normal. Und dass man dazu stehen kann. Genau. Stefan, wir kommen zu den News. Und die fangen heute an mit einem sehr traurigen Schicksal. Tragischer Tod des brasilianischen Models Mariana Bridi. Nachdem ihr aufgrund einer seltenen Infektionskrankheit Hände und Füße amputiert werden mussten, ist die 20-jährige Miss World-Finalistin gestern verstorben. Ein schwerer Schicksalsschlag für ihren Freund. Ich bin fassungslos. Bitte geben Sie mir eine Minute. Mariana wurde gestern in ihrer Heimat beerdigt. Liebesaus im Königshaus. Laut den britischen Medien sind Prinz Harry und seine langjährige Freundin Chelsea Davy kein Paar mehr. Angeblich ist der 23-jährigen Jurastudentin die Lust am wilden Partyleben ihres Freundes ziemlich vergangen. Ein kleiner Trost. Die beiden wollen natürlich Freunde bleiben. Miss Indiana Katie Sam! Ja, das ist sie, die offiziell schönste Frau Amerikas. Trotz Erkältung stach die 22-jährige Katie Sam ihre 51 Konkurrentinnen siegeswillig aus dem Rennen. Das sind die News vom Tag, was die Woche sonst noch alles los war. Die Highlights der Woche sehen Sie jetzt im Rückblick. Der Bart abrasiert, die Tattoos abgedeckt und schon wird aus Rocker Daniel Kandelbauer der Donnelly vom Truab. Bei seiner ersten Rolle im Musical Ewige Liebe legte er sogar sein Rocker-Image ab, wenn auch schweren Herzens. Ich habe zuerst die Rolle angenommen und dann hat mir erst gesagt, dass ich die Tattoos abdecken muss. Aber man gewöhnt sich dran. Und wir gewöhnen uns an ihn, vor allem wenn er als Donnelly die ultimative Liebeshymne anstimmt. Ewige Liebe. Ewige Liebe, das schworen sich auch Prinzessin Caroline und Prinz Ernst August von Hannover. Und zwar vor genau 10 Jahren. Diese Woche feierte das schillernde Adelspaar aber nicht nur seinen 10. Hochzeitstag, sondern auch noch Prinzessin Carolins 52. Geburtstag.
Doppelten Grund zur Freude gibt's auch bald bei Mona Fetsch. Wie die beliebte Moderatorin uns diese Woche verriet, stehen bald Hochzeit und das erste Baby an. Ich freue mich natürlich riesig und das ist das Erste und das Zweite, mir geht super. Also ich habe von allen Kolleginnen und Freundinnen dann im Nachhinein die ganz schlimmen Geschichten gehört, was einem alles zustossen kann und dass man irgendwie 3 Monate nur noch Pommeschips essen kann oder irgendwie solche Sachen. Ich bin da geschmauft durch und mir geht super. Ebenfalls mit einem öffentlichen Bekenntnis überraschte uns diese Woche Arthur Cohn. Der 6-fache Oscar-Preisträger zeigte sich bei der Musical-Premiere von Joseph in seltener Begleitung. Einen Abstecher an die Solothurner Filmtage wagte diese Woche Hans-Rudolf Merz. An der Eröffnung war er voll des Lobes. Vielleicht auch, weil er selbst einmal Ambitionen als Schauspieler hegte. Ich habe auch als Kantonsschüler selber Theater gespielt. Und das prägt einem ein bisschen. Und ich glaube, wenn ich jetzt wieder anknüpfen an die Jugendzeit, würde mir wieder die ein und andere Szene noch gelingen. Vergeben ist jedoch nichts. Sein schauspielerisches Talent wird ihm hin und wieder sicher auch auf der Politbühne zugutekommen. So, der Bundespräsident Merz haben wir gesehen. Herr Merz, der früher Schauspieler war, oder in der Schule jedenfalls. Wäre das auch etwas für dich? Das wäre vielleicht auch etwas für mich. Ich weiß, dass ich brauche, eine Leistung zu zeigen. Das ist wichtig für mich. Vielleicht Acting, vielleicht Singen, wer weiß. Ich muss jetzt ein wenig Zeit nehmen für mich und nicht zu schnell eine Entscheidung nehmen, weil ich habe jetzt nur 3 Monate gehabt seit meiner Entscheidung. Und es ist noch früh zu sagen, was ich jetzt in meine Zukunft machen werde. Kannst du schon sagen, für was dein Herz ein bisschen schlägt? Ob das mehr Singen ist, Gesang, Schauspielerei? Musical war, glaube ich, auch noch was dich interessieren würde, hast du gesagt. Also einfach, ich mag auf einer Bühne zu sein. Also man ausdrücken muss, genau. Etwas, eine Rolle spielen. Aber ich bin heute nicht bereit, zum Beispiel ein Album zu enregistrieren. Produzieren, aufnehmen, ja. Aufnehmen, weil ich das nicht gelernt habe. Also deswegen kann ich nicht sagen, genau was ich machen werde. Und ich brauche Zeit zuerst zum Lernen. Und in einer Weile kann ich mehr sagen über meine Zukunft. Sind wir gespannt, dann sehen wir dich bald mal in einer neuen Rolle. Genau. Wer schon eine neue Rolle hat, seit dem Dienstag ist der Barack Obama. Er ist der neue Präsident der Vereinigten Staaten. Und er hat eine starke Frau an seiner Seite, Michelle Obama. Und sie ist schon jetzt eine riesengroße Stilikone. Michelle Obama, die neue First Lady der USA. Und glaubt man der amerikanischen Modeexpertin Andrea Reinders, auch eine große Nummer in Sachen Styling und Outfit. Her style is one of Ihr Style ist einfach erfrischend. Sie ist jung und modern, sie zieht sich sehr praktisch an und ich glaube, dass sie den Amerikanern ganz neue Ideen bietet, wie man sich kleiden kann. Lange Jahre war Jackie Kennedy das A und O, was die äußerliche Erscheinung der First Lady anging. Doch mit Michelle Obama tritt nun endlich wieder einmal eine Frau auf, die ihr schon mal modisch das Wasser reichen kann. Und die Schweizer Style-Expertin Luisa Rossi sieht bei der neuen First Lady sogar einen Vorteil gegenüber Jackie Kennedy, ihren dunklen Teint. Die Hautfarbe natürlich gibt es mehr Chancen für gewisse Kleider, wie zum Beispiel Gel, das sie trägt, oder gewisse Grüntöne. Das passt nicht jedem Typ, vor allem nicht jedem Teint. Zum Teil sieht es wirklich aus wie ein Schluck Wasser. Michelle Obamas modischer Höhepunkt war ihr Auftritt beim Ball nach dem Amtsantritt ihres Mannes. Dem geübten Auge der Stylistin entgeht jedoch nichts. Das um die Hüften drapierte Kleid betont bei der neuen First Lady die falschen Stellen. Sie ist gross, das bringt sehr viel mit sich, aber sie hat eher breitere Hüften. Sie ist doch eine zierliche Feine. Von dem her muss ich schon sicherlich ein bisschen schauen, dass sie nicht irgendetwas anlegen kann. Nicht irgendwas, sondern ein Kleid aus Schweizer Spitze trug Michelle Obama bei der Vereidigung ihres Gatten. Ein glanzvoller Auftritt in den Augen des italienischen Stardesigners Roberto Cavalli. È bellissima,
Sie ist wunderschön. Ich war völlig fasziniert. Die Farbe des Kleides ist perfekt. Es hat eine positive Ausstrahlung. Ein praktischer, schicker Look im amerikanischen Stil. Stil hat Michelle Obama, auch wenn sie dafür gar nicht mal so viel Geld ausgibt, wie sie in der Tonight Show von Jay Leno verriet. Kommen wir zu ihrem Outfit. Das hat doch bestimmt 60.000 bis 70.000 Dollar gekostet. Ehrlich gesagt, das war stinkbillig. Egal ob in preiswerten oder teuren Outfits, Michelle Obama ist die neue Stilikone. Sie begeistert die Welt und nach 17 Ehejahren auch noch ihren Mann, den neuen US-Präsidenten. Wie gut sieht meine Frau aus? Wir finden sehr gut, Mr. President. Sympathisch. Hast du die Vereidigung auch gesehen? Habe ich gesehen und ich finde ihn einfach genial. Er ist ein Mensch, also er hat so Qualitäten als ein richtiger Mann und er ist, wie er ist und das ist eigentlich sehr schön und er ist auch sehr lustig. Ich habe gesehen, wenn er, er musste sein Le Serment machen, Vereidigung. Machen und er musste das nochmal machen, weil es war nicht richtig und so und er hat immer mit einem Lächeln das gemacht. Ich finde ihn einfach unglaublich. Ich hoffe, er wird schöne Sachen machen für Amerika. Merci vielmals, Stéphane Lambiel. Und ich wünsche dir auch ganz eine schöne Zeit bei Art on Ice nächste Woche. Vielen Dank für deinen Besuch. Merci. Ihnen daheim danke ich auch für die Aufmerksamkeit. Hier geht es weiter mit der Tagesschau. Ich wünsche noch einen wunderschönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Ade. Glanz und Gloria, sein Sponsor war Mastro Lorenzo.